Was ist gutes Material? Das ist jetzt eine große Frage, aber ich glaube, es ist eine Frage, die natürlich viele bestimmt beschäftigt. Ich glaube, gutes Material ist lebendiges Material. Also ich entscheide, wie ich mich zeigen will. Ich entscheide, was ich von mir präsentiere. Ich entscheide, wer die Fotos macht und ich sorge dafür, dass sie zu sehen sind. Das ist eigentlich das Einzige, was man sagen kann, weil wir sind alle Individuen. Wir sind ja inzwischen anerkannt auch als kreative Künstler und wir sind genauso individuell wie jeder Schauspieler. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel dieses SMS von der ZAV, ja, das kennen alle bestimmt, wo man ein Thema hat und dann macht man dazu einen eigenen kleinen Film. Es gibt die Möglichkeit, Interviews zu machen. Ich finde es viel interessanter, aber das ist auch wieder nur mein Geschmack, wenn man bei sowas mitmacht, wie ungeschminkt oder SMS, dass man Herausforderungen annimmt, dass man ein E-Casting mitmacht, dass man sich zeigt und auch nicht das Foto von 2006 bei Filmmakers drin hat, immer noch. Der Schauspieler muss das Material für sich auswählen, womit er meint, dass er damit gut präsentiert ist. Und was tatsächlich die Fotos angeht, das hängt auch ein bisschen von den Projekten ab, die ein Caster besetzt, was da für ihn gut sein kann, was für ein bestimmtes Projekt passt, mag ein Foto für ein anderes Projekt dann vielleicht gar nicht passen. Also von daher ist da auch eine kleine Auswahl ganz gut. Also jetzt nicht mit Hut und Brille, sodass man nichts sieht, das ist klar, aber gibt es. Also ich sage auch immer, castet euren Fotografen, weil das ist ganz wichtig, weil das Foto ist überall, also egal ob bei der deutschen oder internationalen Besetzung. Ihr sollt nicht Geld für teure Demobänder ausgeben, ihr müsst auch nicht teure Fotografen engagieren, das kann auch ein Schauspielkollege sein. Solange eine Wahrhaftigkeit auf dem Foto ist und wir, eigentlich finde ich auch die Augen ganz wichtig, wisst ihr alle, sind der Spiegel zur Seele, wir Caster sind Gefühlsmenschen, jeder von euch, wenn er ein Foto anguckt, möchte hier berührt werden und das ist ein gutes Foto. Wenn die teilweise, wir arbeiten ja nur noch im Internet, da sind die Darstellungen so klein, das ist eben auch der Zeit geschuldet, wenn man dann aber ein Foto hat, was so total aufgenommen ist, dann seid ihr direkt, wenn man wirklich ordentlich sucht und recherchiert, weil man neue Gesichter finden will, dann seid ihr oft einfach nur weg, weil das Foto keine Präsenz hat, weil das ist die Einladung, schau mein Demoband. Was ich auch sagen muss, also ich glaube, dass viele Schauspieler ihre Datenbankeinträge nicht selbst kennen. Und da kann ich nur allen raten, guckt einfach mal rein und guckt mal, was so vielleicht, was ihr für Fotos drin habt, ob man da vielleicht was optimieren, aktualisieren könnte oder auch was Wohnorte angeht, was Fähigkeiten, Sprachen etc. angeht. Da besteht durchaus, wie ich den Eindruck habe, Optimierungsbedarf. Bitte schaut nicht nur nach Fotos in Filmmakers und was da drin steht, sondern auch die Bitte an die Agenturen und an die Schauspieler gleichermaßen, das zu harmonisieren. Das heißt, dass wirklich auf Filmmakers das Gleiche steht wie auf den Homepages. Denkt dran, wir arbeiten sehr stark mit den Datenbanken. Das heißt, wir gehen überwiegend nicht auf die Homepages der Agenturen, zuerst zumindest nicht, sondern die Suche generiert sich tatsächlich ganz stark über die Datenbanken.